Nein. Fress gleich einen Besen, ne? Wenn wir da ankommen und da ist wieder Dschungel. Da ist wieder irgendwas. Also auch so viel hier im Wasser irgendwie. Sollte das nicht mal alles so selten sein? Da sind Birken. Die haben wir zwar auch noch nicht, aber die haben wir bei uns ja in der Ecke. Da kommt ein bisschen Land. Was sind das für Viecher hier? Guardian war das, ne? Die so diese Geräusche machen, ne? Die waren aber Battle gestern auch auf dem Server. Schon wieder so ein Teil. Du hast ja alle paar Meter hier so ein Ding. Das ist doch kacke. Die waren doch früher immer so unglaublich selten gewesen. Das sieht ja auch cool aus da. Wird schon wieder dunkel. Und das Vieh greift uns hier an. Glaube ich. Da ist ein Schiff. Die Schiffe gibt es auch sehr oft, ne? Sehr, sehr oft. Ja, Flippi, was ist los, hä? Kaffee ist alle, Vaneta. Hast du noch Kapseln da? Oh, da kommt was. Oh, toll, ein Birkengebiet. Juhu. Das hat doch der Bettler gerade hingespawnt, ey. Uns zu trollen. Ja, Mäuschen, alles gut. Papi ist doch da. Hier. Hm, ich? Ja, du! Ich dachte gerade, ich habe das Bett liegen lassen. Oder stehen lassen. Kein Obsidian dahin packen. Wachs könnten wir theoretisch auch wegschmeißen, dass ich das mal sage. Kapseln für die Maschine. Für Latte. Oh, hier ist Kohle. Pets. Achso, das sind Pets. Ja, da sind Pets da. Ja, schon. Ja, denn bin gleich da. Ich müsste mal, ich habe hier so einen Kaffee-Vollautomaten. Ich müsste mal gucken, dass ich dieses Ding da zum Laufen bringe. Den Milchtank. Ich würde den auch schon mal ganz gerne Cappuccino trinken wollen. Aber ich bezweifle, dass ich das Ding regelmäßig sauber mache. Ich werde es bestimmt vergessen. Obwohl, die Kaffeemaschine mache ich eigentlich auch regelmäßig sauber. Bau die schon regelmäßig auseinander. No. So. Oh nee. So, und bitte, Fichte. War nicht Birke und Fichte auch mal zusammen gewesen? Oh Junge, es ist einfach alles nur weiß hier. Wir sind schon bald auf Level 17, bald auf Level 18, ey. Müsste eigentlich Kühe, züchten da. Und dass wir die Level dann auch einsetzen können? Nein, da suche ich hier sowas. Ja gesagt habe, ne? Ich finde, es sind einfach zu viele Wassertempel hier auch. Oh, was ist denn das?
Achso, ein Dürfti. Ey, zu viele Wassertempel. Wann kommen Sie nochmal nach Berlin? Vorgestern. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Vorgestern komme ich nach Berlin. Ja. Ja, so viele Wassertempel hier, anstatt man einfach mal ein paar Wassertempel weglässt und einfach mal ein bisschen was in der Landschaft noch macht. Zeitlich hätte das tatsächlich auch gar nicht geklappt, Dexy. Ich war ja auf einem Konzert. Was, wohnst du direkt in Berlin oder? Aber ich bin dieses Jahr nochmal da in Berlin. Dann sogar von Freitag bis Sonntag. Nee, 20 Minuten auswärts. Oh ja, gut, das geht ja. Ja, wie gesagt, da sage ich dir mal Bescheid. Und dann, wenn man das ganze Wochenende da ist, dann ist das super. Also das wäre spitzenmäßig, wäre das. Es stand ja eigentlich auch zur Debatte, ne, dass ich am 25. sollte ich ja eigentlich nach Köln. Weil ich ja gefragt wurde, ob ich bei einer TV-Sendung mitmachen möchte. Wegen alleinerziehend. Und da habe ich gesagt, ja, machen wir. Hallo Linda, grüß dich. Ich hoffe, dir geht's gut. Bist du arbeiten oder zockst du jetzt? würde mich freuen. Ja, mich auch. Also wird auf jeden Fall mal Zeit dann, ne? Ja, auf jeden Fall sollte ich da hin und für hier Alleinerziehende ein bisschen quatschen und so. Kommt auf Sat.1 die Sendung. Und dann war es ja so, dass ich ja da noch ein Video hinschicken sollte. Also ich hatte mit der Frau telefoniert eine Stunde lang. Dann sollte ich da nochmal ein Video hinschicken. Und dann wollte ich das Video eigentlich montags machen. Und das war der Montag gewesen, wenn man sich vielleicht noch daran erinnern kann, wo wir hier einmal gezockt haben und ich so Schmerzen in meinem Bein hatte. Und den Tag danach, den Montag, habe ich den ganzen Tag nur im Bett gelegen. Ich dachte, das war's jetzt. Und am Dienstag ja auch. Und am Mittwoch wurde es dann ein bisschen besser. Ja, und dann habe ich am Mittwoch das Video gemacht, das hingeschickt und dann sagt die Frau, ja, ist leider zu spät, hätte bis gestern da sein müssen. Ja, super. Anstatt sie mir das mal vorher sagt, bis wann es da sein soll. Toll. Toll. Eh nicht. Die haben mich bestimmt bei Twitch gesehen und haben gesagt, nee. Der nicht. Der hat uns eine zu geile Community. Zocke, Dim und du gehst. Hab den Tag die zweite Karte freigeschaltet. Oha! Und wie läuft's da? Ist die ganz geil oder? Blöde Fute. Also anstatt bei mir, dass man vorher nochmal sagt, ne? Bis wann das da sein soll, das Video. Das verstehe ich halt einfach nicht. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich wollte mich da denn eigentlich auch mit jemandem treffen. Von Twitch. Mit Dragon. Mit dem lieben Dragon. Dragon Dead. Dragon Dead? Nee, heißt er Dragon? Nee. Mit Dragon. Mit mir? Du kommst aus Bonn, ne? Weiß nicht, probiere ich jetzt aus. Ach so, warst du noch nicht drauf? Ah, okay. Aus der Nähe von. Okay, da war ich aber schon mal gar nicht so verkehrt gewesen, Battle. So mit Nähe Köln. Stimmt, da wäre ich jetzt gar nicht. Ja, klar. Aber da hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Aber das wäre auch eine Maßnahme denn gewesen, ne? Aber ja. Und so nach Köln weiß ich nicht, wann ich da mal hinkomme. Ob ich da mal hinkomme. Ich war noch nie in Köln. Also schon, beim Fußball. Zählt ja aber nicht. So gesehen. Man hat ja nichts gesehen auf jeden Fall. Da Escort. Und auf der Rückfahrt hast du eh nichts mehr gesehen. Oh Mann. Nein.
Nein. Aha, was ist denn das Schönes? Was haben wir denn dort gefunden? Da hat der Battle das gerade eben hingespawnt. Er hatte Mitleid und hat gesagt, okay, komm, ich mach da in der Ecke jetzt ein paar Fichtenbäume hin. Und gleich, wenn ich da bin, macht er sie wieder weg. Junge, ist da ein Dorf? Das ist ja geil, mitten im Wald. Wünsche dir noch was, bin raus und fast Bettchen. Aua. Dexi, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und guten Nächtle. Oh, das ist ja echt cool gemacht hier. Schön im Wald, das ist ganz nett. So, da haben wir sie. So nämlich. Endlich Fichtenholz gefunden. Ach, ein Träumchen. Ein Träumchen. Klar, hätten wir jetzt einen Baum gefunden, wäre auch doof gewesen. Ne? Pflückst du den ab, kommt vielleicht ein Sapling raus, baust du was bei dir wieder auf, kommt kein Sapling mehr. Siehst du mal, wie nett ich bin. Ja, hättest du es gleich von vorne reingelassen, dann... So, wir warten mal, bis der hier abgespawnt ist. Oder despawnt ist. Ich werde mal gucken, ob... Haben wir schon einen? Nee. Ein bisschen nachhelfen. Ah, und hier ist ein Stock. Ja, ja, ich weiß, wenn man die selber abkloppt, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass was kommt, aber da wird ja wohl mal einer kommen. Das sind ja schließlich zwei Bäumchen. Bäumchens. Ach, hör doch auf. Aha, okay. Ich würde gerne 6 haben wollen. Wenn man schon die Möglichkeit hatte, nehme ich 6. Also 6. 6. Meine ich 6. Damit wir uns hier nicht falsch verstehen. So, 5 haben wir. Ja, 6 und ab. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was die Linda dazu berichten hat mit der zweiten Map. Wir wollen das ja eigentlich auch weiterspielen, aber... Habe ich jetzt kein Dingsholz mehr? Dann muss ich hier... So. Ach, jetzt muss ich hier auch noch... Wo ist das Holz jetzt hin? Ja. Jetzt wird es wieder dunkel, oder was? Mach hin, ne? Aha. Haben wir die Saplings? Ja. Wo ist zu Hause? Da. Da fahren wir jetzt hin. Endlich. Vielleicht schaffen wir es ja überwiegend so auf Wasser zu bleiben, oder? Ich weiß nicht. Mhm. Oh, das ist aber ein frecher Berg, doch. Eieieiei. Wir versuchen mal hier rumzudüsen. Mhm. Ein bisschen angenehmer finde ich, über Wasser nach Hause zu düsen, ne, wenn du Möglichkeit hast, als über Land. Die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, ist geringer. Tut mir leid, Vaneta. Das müssen wir auch noch sammeln. Weil ich weiß noch nicht genau, wie ich das vorhabe am Haus. Müssen wir gleich testen. Hat sich angehört, als wenn da gerade einer in seiner eigenen Kotze erstickt wäre. So, wieder ein Dorf.
Ich finde, die können sie auch ein bisschen spektakulärer mal machen, die Dörfer, ne? Die sind sehr unspektakulär, sehr unspektakulär. Aber es sind halt so viele andere Möglichkeiten noch. Also es ist noch so viel möglich, was man hier noch hinstellen könnte, hinmachen könnte. Na komm, wir gehen das doch zu Fuß. Kommen wir nicht weiter. Man könnte noch so viel Gebäude machen. Man soll es nicht übertreiben, soll nicht überall was sein. Aber es könnte mal so alle paar tausend Blöcke was sein zum Erkunden, ne? Und halt auch so mit Kisten, dass man mal öfter irgendwo kleinere Kisten hat. Da soll ja keine Unmengen an Sachen drin sein, aber so ein bisschen was. Wäre halt schon schön. Wollen wir? Oder müssen wir vielleicht? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier lang. Ein bisschen kürzer als außenrum, vielleicht. Boah, ich sehe so schlecht hier gerade. So. Und zack, tot. Ich hätte es mir markieren sollen, vielleicht für Notfall. Es sind aber gar nicht so viele Monster hier, ne? Hör doch auf, Junge. Ja, da wird im Modpack, da wird ein bisschen was eingebaut. Ja, ich verstehe aber nicht, warum das Minecraft an sich nicht mehr kann. Hau ab, Junge. Oh, wen machen wir denn da? Der Schimmelreiter. Ich grüße dich, Herr Schimmelreiter. So. Na, alles tutti bei dir? Ja, bei mir ist alles tutti. Bei dir auch? Alles gut soweit? Oha. Oh, das ist so eine ganze Ecke, ne? Ja, jetzt schön durch den Wald, natürlich. Da ist schon wieder einer von der GEZ. Oh. Ich habe das Gefühl, wir sterben. Ja, bei mir ist alles gut, Gott sei Dank. Ja, das ist... schön mal zu lesen, dass es auch hier Leuten gut geht. Oft hört man, oh, krank. Hast du deine 50 Follower noch? Wie viel hattest du den Tag, wo wir geratet? Ach, das ist hier ein Loch? Nee. Geratet hatten 54, glaube ich, danach, ne? Oder sind schon wieder viele abgehauen? Ja, komm, wir schwimmen da jetzt mal so rüber. Hat man ja leider oft, ne? Dann kommen welche rein, die folgen ein und dann folgen sie nächsten Tag wieder weg. Weil du denen nicht folgst. Ja. Einfach weil es selber Streamer sind und die wollen, dass du die zurückfolgst und wenn nicht. Ich hatte danach 54, jetzt sind es 57. Ich habe das ganze Wochenende Emotes, Badges etc. gemacht. Also machst du auch jetzt, machst du auch Affiliate oder nicht? Schätze ich mal, sonst würdest du ja keine Emotes machen. Ah, hast du schon gemacht. Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist bei vielen tatsächlich so, ne? Wegen den Channel Points oder Kanalpunkten, ne? Das ist bei vielen so.
dass sie das deswegen immer gerne wollen. Ich muss jetzt auch mal wieder, gar keinen Bock drauf. Muss ja alle halbe Jahr alles abgeben. Von den Einnahmen und Ausgaben. Muss ich jetzt mal wieder anfangen. Also, ich mache jetzt am besten schon mal die ersten 3 Monate. Und den habe ich im Sommer nur noch 3 Monate nachzuholen. Das ist in Ordnung. Letztes Mal, oh nö. Letztes Mal musste ich ja einfach 6 Monate machen. Das war so nervig. Das waren über 100 Zettel gewesen. Über 100 Blätter. Ich gucke mal, ob ich das diesmal nicht über E-Mail irgendwie schicken kann. Dass man hier nicht den ganzen Tag einfach nur am Drucken ist. Wir kommen noch an, ja, ja. Vielen Dank nochmal. Dank dir kenne ich Mika und Eggy. Ein großer Gewinn in meinem Leben. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Den kann man nur zustimmen.